Ich habe das so gehört, dass es hier neue Monde geben soll, hier im Wüstenland. Und diese neuen Monde, die werden wir suchen und finden. Und damit willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir das Wüstenland betreten, haben dort die neuen Monde gesammelt, doch jetzt gibt es nochmal neue Monde. Fantastisch, oder? Ja. Und dieses Video hat jetzt gerade eine Testmikrofonqualität. Und zwar weiß ich jetzt, wie ich mit OBS, Mikrofonaudio und Desktop-Audio, also Spielaudio, voneinander trennen kann und separat bearbeiten kann. Ich habe gerade eben was getrunken und habe jetzt ein bisschen Luft im Bauch. Es tut mir leid. Ach. Machen wir mal hier die Sub-Area. Ich sitze auch jetzt ganz woanders. Ich sitze einfach auf meinem Sofa. Oh shit. Das, meine lieben Freunde, soll angeblich der schwerste Mond sein. Also die schwerste Sub-Area so ungefähr. Und das kann ich irgendwie mittelmäßig bestätigen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, du hast keine richtige Kontrolle. Du hast keine richtige Kontrolle. Da brauchst du wirklich richtig hartes Feingefühl. Also du hast wirklich so gut wie gar keine vernünftige Kontrolle hierbei. Ist halt ein bisschen scheiße, wa? Das erinnert mich so ein bisschen an Galaxy 2 mit den... Ja, voll dran vorbei! Da will ich lieber sterben. Da will ich lieber sterben. Voll dran vorbeigerannt, Alter. Ich dachte, ich könnte das jetzt hier locker am First Try machen, so. Aber nee. Zumindest soll die Sub-Area zu den Top 10 schwersten gehören. Und es stimmt irgendwie. Jetzt geh doch dahin! Och Junge, du sollst in den Schlüssel rein! Warum sprintest du jedes Mal dran vorbei? Gottes Willen, ey. Immer dran vorbei. Es regt mich jetzt schon auf. Keine 3 Minuten. Keine 3 Minuten. Es regt mich schon auf. Du sollst rein in den Schlüssel, weil ich den brauche. Was macht der? Jedes Mal dran vorbei. Danke. Nein! Warum denn? Das war lächerlich. Das war fucking lächerlich. Jetzt leckt mich am Sack.
sinkende Ruine. Jetzt aber schnell, Alter. Ich wollte mich gar nicht so aufregen, aber das hat mich ja mal so hart genervt. Ich glaube, jeder fühlt mit mir, der das schon mal gespielt hat. Okay, da komme ich nicht hin. Ich tue gerade irgendwie so, als würde ich das zum ersten Mal spielen. Weiß nicht, wo hier was ist. Ach, guck mal, jetzt ist da vorne etwas. Jetzt ist da was. Und da ist noch ein neuer Mond. Mach das da kaputt, verdammte Scheiße! Hä? Was denn? Warum? Ey! Ich hab's doch so gemacht wie ich, Junge! Okay. Auf der östlichen Säule. Ich ist als zweiten Versuch. Eigentlich war ich mir so ziemlich sicher, dass ich das Ganze jetzt locker erreiche, weil ich ja das jetzt eigentlich so gemacht habe, wie ich es immer tue, wenn ich diesen Mond holen will. Aber da habe ich so ein bisschen unterschätzt. Weil beim ersten Durchspielen war ich hier schon und habe diesen Mond genauso geholt wie bei meinem ersten Versuch, genau von derselben Stelle. Jetzt hat es irgendwie nicht funktioniert und pff, keine Ahnung. Wo ist Miauzi? Ich könnte ihn jetzt echt gut gebrauchen. Also, ja, hier oben. Ich finde, es ist irgendwie entspannter, auf dem Sofa beim Zocken zu sitzen. Insel im Giftsumpf. Nice. Ach, du hast jetzt auch einen neuen Mond? Hey Kumpel, Lust auf der kleine Herausforderung? Ja Mann, Laufen ist geil so, ne? Du hast einen neuen Preis, also du kriegst einen, wenn du gewinnst. Regeln sind klar, ich folge einfach den Pfeilen auf dem Boden. Jetzt kommt der knifflige Zahl, nach kurzer Zeit verschwinden die Pfeile. Du musst mindestens 90 Punkte einheimsen, geht klar, oder? Hat's funktioniert? Ja, es sieht sehr gut aus. Bam! 100 Punkte, Bitch! Wüstenwanderung. Ja, man, so muss das. Beste Leben. So, hier ist noch einer. Ah, ich sehe ihn schon. Das war ja nichts hier. Über der Palme. Ja, du gehst mir ziemlich auf die Palme. Oder müsst uns einen von der Palme wedeln. Okay, das war dumm. Also auch der Witz gerade war dumm. Aber das von gerade war noch ein Stückchen dümmer. Gucken, wie weit wir heute mit dem Wüstenland kommen. Okay, hier oben. Ach, Hasen. Hoppel die Hopp in der Wüste. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen unfair, oder? Ja komm, das war unfair. Mit Miauxi. Wir rennen ja quasi nur durch. Oh. Scheiße.
Och, Junge, du bist doch scheiße, Junge. Nice. Miauxi kann's, auch wenn es nicht gerade so funktioniert hat, wie ich es mir gedacht habe. Notenjagd, hopp, hopp, hinab. Da in der Ecke ist noch einer. Ach, stimmt ja. Oh, das war aber mal eine krasse Drehung. Es ist noch das, gibt noch eine Sub-Area. Die machen wir gleich. Da ist der Mond. Hab ich ganz vergessen, Bruder. Ganz entspannt. Ist ein bisschen easy, diese Welt, auch wenn diese Welt angeblich die schwerste Sub-Area hat, hinein in den Treibsinn. Ja, was der Schwierigkeitsgrad von der Sub-Area angeht, es hat etwas mit Glück zu tun, das zu schaffen. Das war ja schon so ein bisschen wack, ne? Ansonsten, wenn man jetzt den Secret Moon nicht holt, ist das eigentlich gar nicht so schwer zu meistern. So, hier oben ist noch einer. So. Ah, da drin. Okay. Wo ist die Röhre? Hier. Und dann werden wir im nächsten Part schon wieder ins Pilzkönigreich gehen und Fauste Zuma besiegen. Das wird bestimmt auch richtig witzig. Her damit. Gut. Die Mondjagd, die läuft wieder. So, dann ist hier alles erledigt. Dann ist oben noch eine. Können wir direkt auch dahin springen. Ja. Da ist der Mond. Let's go. Ich bin gespannt, wann ich dann endlich anfange, mein neues Projekt hochzuladen. Ich möchte das erst durchspielen, bevor ich es hochlade. Einfach weil ich Bock drauf habe. Das muss eigentlich nur der Sprung sitzen, so. Am Himmel über der Schlucht. Geht klar. Jo, das können wir uns auch dahin. Porten, so. Gut. Okay, das war jetzt ein bisschen kacke. Aber ich bin einfach immer noch erstaunt über die Grafik des Spiels. Das wirkt auf mich nicht wie ein Nintendo-Game. Der unsichtbare Schimmer. Dann sind die restlichen eigentlich nur noch hier oben. Es gibt jetzt noch den goldenen Sprinter. Und dann ist der Rotz ja auch schon erledigt, so, ne? Ja gut, eigentlich nicht so. Es gibt noch zwei weitere oder so. Aber der ist genauso einfach zu schlagen wie die anderen Pfeifen.
So, jetzt haben wir diesmal den Start einmal im unterm Leben perfekt hinbekommen. Ich bin angeblich nur Zweiter. Was aber kompletter Pinnefitz ist. Da ich mich jetzt schnell auf den ersten verfrachten werde. Wunderschön. Aber der Goldene, der war ganz knapp dran auf jeden Fall. Das war nur irgendwie 4 Sekunden. Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Der sagt immer das Gleiche so. Wüstenland, Expertenrennen. So schlecht war es doch gar nicht. So, 2, 3 hier noch und dann der 4. Dann ist das alles schon gelaufen. So, dann ist das Wüstenland gelaufen. Ach, jetzt. Nee, muss ich jetzt mit Gumbas hier hinlaufen? Nein. Ich kenne nur einen Ort, wo Gumbas sind. Ich nehme mal 3 mit. Oder soll ich alle mitnehmen? Ja komm, nehmen wir mal alle mit. Und dann gehen wir jetzt auf die weite Weltreise. Wir werden dann im nächsten Part Fausto Zuma besiegen. Und dann ins nächste Land gehen. Dann kommt wieder ein kleines Land, und zwar das Seeland. Und das Seeland hatte jetzt keinen übertrieben krassen Boss, der in irgendeinem Gemälde des Pilzkönigreichs auf uns wartet. Also, es ist alles in Ordnung. Ach, da oben auf der Säule ist ein Mond. Wie kann ich das erreichen? Etwa über diese Strommasten, wenn ich da richtig abspringe, dass ich dann da schnell raufkomme? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Da wollte ich hin. Das ist einfach eine zweite Romanze. Es gibt schon eine Romanze. Yeah. Ich glaube, hier hat auch ein Gumba gereicht. Romanze am Rand der Wüste. Ja, ich denke, das geht fit. Ich brauche keine Gumbas mehr. Hier kommt man am besten rauf. Ja, ist der einfachste Weg. Auf der nördlichen Säule. Dann ist da in der Ecke noch eine. Und dann gibt es nur noch die Sub-Area. Was ist denn mit dir? Wer hat bloß diese Post aufgehängt? Sie verschandeln total die Umgebung. Okay. Eigentlich ist die Hochzeit vorbei, so, ne? Ich will ja nichts sagen. Ich weiß gar nicht, warum die hängen die denn hier noch. Warum? Okay, jetzt wird's langsam komisch. Ich versuche das mal zu erreichen. Ey, ich liege! Okay. Und jetzt? Ach, da sind noch welche. Der hat mich aus den Augen verloren, der Trottel.
Gut. Geh weg. Mein Gott, die Goombas nerven, aber... Ah, es kommt automatisch. Ich muss den gar nicht ansprechen. Runter mit den Postern. Meine Güte. Ja, ich glaube, wir können dahin fliegen, gleiten. Bin gespannt, was das für eine letzte Sub-Area dieser Welt ist. Dann sind wir eigentlich schon durch mit der Welt, ne? Kaum zu glauben, das ist eine große. Und ich kann euch auf jeden Fall garantieren... Ab dem Seeland ist alles blind. Weil ich habe nur bis zum Seeland und nicht weiter gespielt. Das heißt, es wird schon ab nächsten Part beginnen, blind zu werden. Oh Gott. Meine Güte, oi. Ist ja auch Gift dabei. Ich hoffe, das reicht. Oh Gott. Oh Gott. Eisiger Wasserlauf, geheimer Raum. Alter. Ich bin ja fast abgekratzt. Das war schon krank. Alter. Hallo? Wie unhöflich. So, dann dürfte ich jetzt an den... Ja, alles gut. Durch den eisigen Wasserlauf. Ja, und damit endet dieser Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine wunderschöne und angenehme Bewertung da. Wir haben nichts vergessen. Es fehlt nur noch ein einziger. Ja. Ja. War gut. Sehr gut. Gab Fail, zwar war ein sehr guter Part. Haut rein!